Brüderchen und Schwesterchen lebten bei ihrer Stiefmutter, die sie schlug und ihnen nichts zu essen gab. Also beschlossen sie lieber im Wald zu verhungern, als sich weiter von ihrer bösen Stiefmutter, einer Hexe, quälen zu lassen. Tief in den Wald liefen die beiden, Hand in Hand, müde, erschöpft und unglaublich hungrig. Da hörte Brüderchen vom Weiten das Plätschern eines Brunnens. Brüderchen, warum willst du trinken, wenn wir doch verhungern wollten? Er gab ihr keine Antwort und zog sie an der Hand mit sich. Doch was die beiden Kinder nicht wussten war, dass die Hexe diesen Brunnen erschaffen hatte, damit die entflohenen Kinder in Rehe verwandelt wurden. Brüderchen, halt an, ich höre den Brunnen flüstern. Wer von ihm trinkt, wird zum Reh. Drei Tage und Nächte lang konnte sie nur noch weinen. Jahre vergingen und Schwesterchen lebte mit ihrem Reh. Hätte das Brüderchen nur seine menschliche Gestalt gehabt, wäre es ein herrliches Leben gewesen. Eines Tages kam ein junger König in den Wald zur Jagd. Er sah das Reh und wollte es erschießen. Der König geht zur jungen Frau und bittet sie, mit zum Schloss zu kommen. Sie willigte ein und wird mit allen Ehren behandelt. Doch sie verlässt nie die Seite des Rehs. Der König nahm Schwesterchen zur Frau und so wurde sie zur Königin. Ein Jahr verging und die junge Königin brachte einen schönen Prinzen auf die Welt. Die böse Hexe erfuhr von dem Glück des Schwesterchens und konnte nur daran denken, wie sie dieses Glück verderben könnte. Als Kammerfrau verkleidet, schlich die Hexe in das Schloss. Unter dem Vorwand eines wohltuenden Bades lockte sie die Königin in die Badestube. Die Hexe hatte selbst eine Tochter. Dieser gab sie die äußere Gestalt der schönen Königin und setzte sie nun an ihre Stelle. Der König bemerkte den Schwindel nicht, doch nachts weckte ihn ein Raunen auf. Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Zweimal werde ich noch kommen, danach nie mehr. Der König sah den Geist seiner geliebten Frau verschwinden, doch dachte er noch, dass diese neben ihm lag. Die nächste Nacht kam die Königin wieder. Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Einmal werde ich noch kommen, danach nie mehr. Der König wagte es nicht, den Geist anzusprechen. Doch die folgende Nacht wartete er wieder auf seine Frau und sie tat das Gleiche wie in den Nächten zuvor. Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Heute bin ich noch gekommen, danach nie mehr. Da konnte sich der König nicht mehr halten. Er sprang auf und nahm Schwesterchen in seine Arme. So wie er sie umfasste, wurde die Königin wieder lebendig. Die falsche Königin wurde in den Wald geführt, wo die wilden Tiere sie fressen sollten. Die böse Hexe aber wurde verbrannt und wie die Flammen sie verzehrten, verwandelte sich das Reh zurück zu seiner menschlichen Gestalt. Brüderchen und Schwesterchen waren wieder beisammen und lebten glücklich ihr Leben lang.